Wunderheilung. Etwa 2 Stunden später huschte ein kleiner Mexikaner mit Zahnlücke und einem seltsamen Schatten im Schlepptau über die Flure des Engadive-Hospitals mit dem Ziel, ungesehen zu bleiben. Das war eine ganz neue Herausforderung für ihn, denn für gewöhnlich herrschte, egal wo er auftaucht, immer Aufruhr wie durch Pauken und Trompeten, besonders dann, wenn es um die Corrida de Toros ging. Er fixierte Zimmer 408, sah sich dann nach allen Seiten sorgfältig um und achtete besonders auf die kleine Kolumbianerin, die es sich scheinbar zur Hauptaufgabe gemacht hatte, in diesem Zimmer ein- und auszugehen. Auf ihrem Namensschild stand Schwester Odalis. Das hatte er sich gut gemerkt. Sie durfte ihn am wenigsten sehen. Sonst würde sein Plan nicht aufgehen. Georg Rosenrunge hatte er vorhin mit seiner brachialen Überredungsgewalt in der Hauscafeteria im untersten Stock geparkt. »Du musst unbedingt etwas essen, amigo. Denk an deinen nervösen Magen. Wie immer schön essen und trinken, bevor du...« »Schon gut, Matador«, hatte Rosenrunge seufzend kapituliert. »Ich hüge mich deiner Gewalt und hau mir ein saftiges Steak und einen Kaffee rein. Ich hoffe, dass es hier Steaks gibt.« »Aber natürlich doch. Steaks vom feinsten Stil.« Ja, ihn war er schnell losgeworden. Und auch Odalis war in diesem Augenblick nirgendwo zu sehen. Die Luft war also rein. »Andale«, zischte Pedro und schob die Gestalt ungeduldig die letzten Meter über den Flur, bevor er mit ihm im Zimmer 408 verschwand. Manfredos Zustand war unverändert, aber dennoch im grünen Bereich, das hatte er Dr. Gadahan sagen hören. Aber das hatte ihn nicht zufriedengestellt. Und das wiederholte Herzflattern von heute Nachmittag erst recht nicht. Und er war sich sicher, hier konnte die normale Schulmedizin nichts mehr ausrichten. Manfredo fühlte sich auf seiner karibischen oder mexikanischen, wie auch immer, Fraueninsel scheinbar zu wohl. Und es war die Insel des Teufels, davon war er überzeugt. Der Teufel hielt ihn fest, hielt ihn davon ab, zu ihm zurückzukehren. Und diesen Teufel konnte nur er, der große Yai Fasch, an ihm austreiben. Erwartungsvoll blickte er seine bogotanische Schnellerrungenschaft, die ihn ein halbes Vermögen gekostet hatte, an und hoffte auf irgendeine Regung. Der Mann war ihm so unheimlich wie die Augen des Stiers, in die er einst dem Pamplona blicken musste. Bevor die Faust eines Mitläufers, dem er zuvor seinen Ellbogen ins Gesicht rammte, ihm den oberen Vorderzahn ausschlug. Ja, die Augen des Stiers, die waren ihm in der Tat unheimlich. Aber so unheimlich und stierähnlich Yai Fasch noch war, man hatte ihm dennoch gesagt, dass er nicht nur der beste Geistheiler, sondern obendrein auch noch ein anerkannter Exorzist sei. Er habe schon einigen Familien aus ihrer Besessenheit geholfen. Somit hatte er gleich 2 Moskitos mit einer Klappe geschlagen. Wenn Fasch Manfredo nicht heilen konnte, so konnte er aber ihm zumindest den Teufel austreiben, der ihn daran hinderte, wieder aufzuwachen. »Was ist passiert?« fragte Yai Fasch aus einem tiefen, zerfurchten Gesicht, dessen jede einzelne Falte für eine Menge Weisheit stand. Allerdings Weisheit von der Sorte, die irgendwo jenseits von Himmel und Hölle stand. Pedro schluckte. »Ein Schlangenbiss«, antwortete er. »Ein mächtiger, böser Schlangenbiss hat ihm die Schuhe ausgezogen.« Yai Fasch flüsterte etwas Unverständliches und zog einen kleinen Beutel aus seiner Tasche. Pedro verfolgte jede einzelne seiner Bewegung und hätte ihm gerne die eine oder andere Frage gestellt. Fragen wie, was zum Teufel tust du da? Oder aber auch, du würdest meinem Manfredo doch nicht wehtun? Aber Yai Fasch hob jedes Mal, wenn er allein nur zum Sprechen ansetzen wollte, mahnend die Hand und hinderte ihn mit einem energischen Psst. Die Geister dulden keine Störungen von drittklassigen Sterblichen. Ich bitte um absolute Ruhe. Pardon. Dann drückte Yai Fasch Pedro mit grimmiger Miene eine Trommel in die Hand und forderte ihn auf, den Takt anzugeben. Pedro gehorchte prompt und begann ehrfürchtig mit den Handflächen auf der zornvollen Damaro zu trommeln. Das Tier, welches seine Haut für die Bespannung lassen musste, grinste ihn dabei geradewegs aus seinem Schoß an. »Ich habe mir den Teufel persönlich von der Straße geholt«, dachte Pedro. Dann brach auch er plötzlich in leisen Sprechgesang aus. 10 Minuten später betraten Schwester Odalis und Rosenrunge zeitgleich das Zimmer und erstarrten noch mitten im Lauf, als Yai Fasch gerade in Ekstase geriet und sich wankend und tanzend durch den Raum bewegte, während Pedros Trommel noch immer den Takt angab.
Was zum... Rosenrunge verstummt, als er die Situation registriert, in seinem Kopf schließlich zu einer Meinung verarbeitet hatte. Ein Feuer der Wut züngelte sich durch seine Magenwände, arbeitete sich durch seine Adern, nahm seinen Weg über die Fäuste, die sich mit einem kurzen Zucken zusammenballten, und brach schließlich in einem unaufhörlichen Wortschall aus seinem Mund. Sag mal, du hast die doch nicht mehr alle, Fernandez. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wie kannst du es nur wagen, hier so einen vermodernden Quacksalber einzuschmuggeln? Das ist ja eine Intensivstation. Pedro winkte augenrollend ab. Leg dich nicht auf, Georg. Das ist nicht gut für deine nervöse Mager, du. Du weißt doch, halt's Maul! Und während Rosenrunge und Pedro sich ein weiteres erbittertes Wortgefecht lieferten, war es Schwester Odalis, die sich über Manfreds Kopf beugte, um zu sehen, ob es ihm gut ging. Catastrophico, Idiotes, sagte Odalis leise. Es dauerte einen Augenblick, bis Manfred Säulings Bewusstsein die Worte dieser Frau verstanden hatte. Er sah sie nicht, aber er spürte und roch sie. Da war wieder dieser himmlische Duft von Orchideen. Und er befand, dass es jetzt an der Zeit wäre, die Augen zu öffnen und zu handeln, bevor diese Engelstimme mitsamt ihrem Duft wieder im Nirvana verschwand. Noch nie hatte er gehört, dass eine Frau so wunderbar wüste Beschimpfungen aussprechen konnte. Ach, was machen Sie nur mit Ihnen, Senior Säuling? Seufzte sie leise und begann, ihn neu zu betten. Als Manfred die Augen halb öffnete, blinzelte er gequält und es dauerte einige wenige Sekunden, bis er sich an den plötzlichen Lichteinfall gewöhnt hatte. Doch dann blickte er direkt in zwei wunderschöne schwarzbraune Augen, deren Wimpern schier bis ins Unendliche reichten. Es waren Augen, die strahlten. Augen, die lebten und die kleinen, hauchdünnen Fältchen verrieten, dass es Lachenaugen waren. Die Augen einer fröhlichen, lebenslustigen Frau, deren Stimme nicht nur wie Engelsgesang klang, sondern die auch wie ein Meer aus Rosen duftete. Immer tiefer versank er in ihrem Glanz, als könne er nur dort die Antwort auf all die Fragen finden, die er sich bisher noch nie zu fragen gewagt hatte. Doch ihre Augen verrieten ihm noch etwas anderes. Etwas, was er zunächst nicht richtig deuten konnte. Etwas, was ihn anlockte, ihn näher zu sich heranzog, um ihn zu paralysieren. Sehe ich tief in dir etwa doch ein Meer von Traurigkeit? Was für ein Geheimnis trägst du in dir, schöne Unbekannte? Stumm hauchte er ihr diese Frage entgegen und spürte im gleichen Augenblick, dass er gerade eine Entscheidung getroffen hatte. Er würde die Antwort darauf nur finden, wenn er ihr nahe sein könnte. Und er würde alles darum geben, um ihr nahe zu sein. Er würde alles darum geben, immer wieder in diese Augen schauen zu dürfen, sie zu ergründen, sie zu... Catastrophico, Idiotes! Jetzt hören Sie auf! Das hier ist ein Krankenhaus! Er wacht auf? Er wacht auf! Allein dafür würde es sich lohnen, weiterzuleben. Selbst wenn das ganze Zimmer mit schrecklichen Idioten übersät wäre. Es würde ihn nicht mehr davon abhalten, aufzuwachen. Nichts und niemand würde ihn jemals mehr daran hindern, aufzuwachen, wenn er nicht so schrecklich müde wäre. Verzweifelt kämpfte er gegen die geballte Kraft seiner Lider, doch sie schlossen sich erbarmungslos, wie das Tor eines Hochsicherheitstraktes. Er wollte nach ihrer Hand greifen. Er wollte sie festhalten und sie bitten, nie wieder fortzugehen. Doch sein Arm reagierte auf keinen seiner Befehle. Er spürte, dass sie gegangen war. Was blieb, war ihr wundervoller Duft und ihre Stimme, die er aus weiter Ferne noch hören konnte, wie sie rief. La madre, que tu pario! Schnell, wo ist Dr. Cario? Dann fiel er wieder in die Dämmerung. Im Raum herrschte plötzlich eine unheimliche Stille. Pedro und Georg hatten abrupt zu streiten aufgehört und sahen sich erstaunt an. »Was hat sie da gerade gesagt?«, fragte Rosenrunge und starrte auf die offenstehende Türe, durch die sie mit wehenden Haaren auf den Flur gestürzt war. »Sie sagte, dass Manfred wach geworden sei.« Sie standen wie angewurzelt da und richteten langsam ihre Blicke auf den schlafenden Manfred, dessen Finger sich ganz offensichtlich gerade in seine Bettdecke gekrallt hatten. »Mensch, Manni!« rief Rosenrunge und stürzte sich an das Bett seines Freundes. Doch die Freude wich der großen Enttäuschung, als er sah, dass die Augen immer noch geschlossen waren. Doch dann sah auch er plötzlich die Veränderung in seinem Gesicht. Er hatte wieder Farbe gefunden und auch seine Augenlider verrieten, dass wieder Leben in ihm war. Auch Pedro vergewisserte sich von dem neuen Zustand seines Manfredo.
Dann blickte er zur Türe, dort, wo er den alten Jai Faschan gerade noch hatte stehen sehen. Doch der war bereits schon gegangen, durchgebrannt mit seinen 50 Dollar, die er noch schnell auf 25 runterhandeln konnte. Immerhin musste er diese aus eigener Tasche zahlen. Aber auch wenn er nicht mehr dort stand, war er sich sicher, dass Manfredo einzig und allein wegen ihm, seinen Trommelkünsten und vielleicht auch ein bisschen durch Jai Faschans Hilfe wieder zurückgekehrt war. Ein breites, glückliches und zufriedenes Grinsen breitete sich auf seinem Gesicht aus. Gracias a Pedro. Ich bin einfach der Beste, sagte er leise zu sich selbst. Odalis Wangen leuchteten vor Aufregung, als sie wieder zurückkam. Unsanft drückte sie Pedro und Georg zur Seite, um Manfred sehen zu können. Instinktiv griff sie nach seiner Hand und suchte seinen Blick. Mein Name ist Schwester Odalis, hauchte sie und lächelte sanft. Ich bin froh, dass Sie wieder da sind, Signor Säuerling. Ich habe bereits Dr. Garan gerufen, damit er nach Ihnen sieht. Sie sah ihn an und griff nach seiner Hand. Manfreds Augen waren wieder geschlossen, doch sie fühlte einen zärtlichen Gegendruck an ihren Handflächen und auf seinem Gesicht lag ein zufriedenes Lächeln. Sie warteten jetzt schon eine halbe Ewigkeit auf dem Flur. Jedenfalls kam es Rosenrunge wie eine Ewigkeit vor, seitdem Dr. Alvaro Garahan sie aus dem Zimmer geschickt hatte, damit er nach Manfred sehen konnte. Er war zwar endlich aus dem Koma erwacht, aber seine Wahrnehmung war noch sehr getrübt. Er müsse erst noch untersucht werden, um mögliche Folgeschäden abzuwägen, hatte Odalis gesagt. Pedro saß kernekauend auf einer Bank im Flur und hielt angeregt eine Rede. Manfred ist wahrhaftig ein Kämpfer, wie 1981, El Viti. Ich werde niemals dieses Lächeln in seinem Gesicht vergessen, als er nach einem dramatischen Kampf neben dem erlegten Stier stand und die Menge blickt. Ach, das war ein Giacomo molto fantastico. Georg hörte ihm nicht zu. Er wollte ihm nicht zuhören. Und mit jeder weiteren Minute in diesem stickigen Gang wuchs in ihm der Drang, die Tür zur Intensivstation aufzureißen oder zumindest mal anzuklopfen, um zu fragen, ob das Kaffeekränzchen da drin noch etwas länger dauern würde. Denn er wäre jetzt wirklich sehr darauf gespannt, seinen fast tot geglaubten und komatisierten Freund endlich mit einem Handschlag zu begrüßen. Verdammt, was dauerte denn so lange? Fluchte er stumm und sah auf die Uhr. Wenn Manfredo wieder auf den Beinen ist, dann nehme ich euch beide wirklich mit nach Mexiko. Und wir machen einen Abstecher nach Spanien, ja. Ihr müsst euch das unbedingt ansehen. Vielleicht würde er Manfred auch einfach in die Arme schließen und eine heimliche Träne verdrücken. Er wusste es nicht. Er wusste nur, dass ihn die Warterei wahnsinnig machte und dass auch Pedro ihn wahnsinnig machte. Und er schwor sich, ihn bei der nächsten Stierkampfbemerkung einfach aus dem Fenster zu werfen. Er trat zum Fenster und sah hinunter auf die Straße. Es herrschte reger Verkehr. Die Hitze flimmerte auf dem Asphalt, während Autos und knatternde Vespas wild durcheinander fuhren und dazwischen Fußgänger liefen wie die Ameisen. Das Krankenhaus lebt wahrscheinlich allein von dieser Kreuzung, dachte Rosenrunge und betrachtete das Wirrwarr mit einer Mischung aus wachsendem Unbehagen, aber auch Erstaunen. In Deutschland hätte es unter diesen Umständen mit diesem Verkehrsaufkommen und ohne Ampel schon eine Massenkarambolage mit unzähligen Toten und Verletzten gegeben. Entweder hielt hier irgendein schützendes höheres Wesen die Hand über die Kreuzung, oder aber die Menschen waren ein eingespieltes Team, das genau wusste, wie, wann und wo man diese Kreuzung überfuhr. Natürlich immer mit dem Hauptaugenmerk, selbst dabei nicht überfahren zu werden. Das eingespielte Team, wo die eine Hand immer wusste, was die andere tat. Verlässlichkeit, Vertrauen, Freundschaft. Wieder wanderte sein Blick auf die Stationstür in der Hoffnung, dass endlich etwas passieren würde. Und in der Tat, es passierte etwas. Dr. Alvaro Garan trat heraus und begrüßte Georg mit einem freundlichen Lächeln. Er ist noch etwas benommen und spricht sehr langsam, aber wir konnten bis jetzt keinerlei Folgeschäden feststellen. Also im grünen Bereich, Sie können jetzt zu ihm gehen.